So, seid herzallerliebst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem hier sehen wir sehr berühmten Spiel Tomb Raider Anniversary. Spielen, fortsetzen. Und wir sind hier, wie man unschwer erkennen konnte, in St. Francis Folly und waren im Festusraum. Gut. Kommt drüber. So. Und hier geht's jetzt wieder wahnsinnig witzig weit. WWW wirklich wahnsinnig witzig weiter. Gut. Zum nächsten. Es ist hier eine Reihenfolge empfehlenswert. Die haben wir jetzt, du kannst auf meiner Homepage namens laraweb.de nachlesen. Da lese ich es hier jetzt auch ab, weil, Entschuldigung, heiser. Viel von den vielen Videos. Heiser. Nachlesen. Und da lese ich es hier auch ab, weil ich weiß es nicht mehr. Springe mit Anlauf von dieser Plattform nach rechts an die Kletterkante des Turms. Oh, oh. Hangle um die Ecke und lasse die hangeln immer so und lasse los und festhalten. Ziehe dich hoch und steige die Leiter hinunter, wo du dich auf den Steg fallen lässt. Das ist der da. Steg fallen lässt. Dort geht es weiter hinunter, bis du auf der Ebene mit der Damoklestür bist. Poseidon haben wir schon offen. Bis du auf der Ebene mit der Damoklestür bist. Wo ist die? Der Ebene mit der Damoklestür. Hier ziehst du aus der anderen Wand mit dem Haken die Plattform heraus. Hier ziehst du aus der anderen Wand mit dem Haken die Plattform aus, zu der du springst. Sagenhaft. Und jetzt müssen wir rechts weiter, oder? Von dort aus arbeitest du dich nach rechts hinauf zur Poseidon-Tür. Ah ja. Wobei ja. Rechts hinauf zur. Da unten das Grüne, da müssen wir dann die vier Schlüssel einsetzen, siehst du? Wir haben aber erst einen. Nach rechts hinauf zur Käsetür. Hä? Kollegin? So, da brennt die Lampe. Das heißt, wir haben es geöffnet, aber waren noch nicht drin. So. Ist. Achso, ja, und jetzt gehen wir rein, oder? Entschuldigung, ich muss mich mal, Entschuldigung, nochmal räuspern, Moment. Tut mir auf, richtig leid. Damoklestür. Bist hier, ziehst du. Kontrollpunkt. So, hier jetzt wieder dasselbe Spielchen. Warte, nee, Moment, nicht Spielchen. Drin musst du den Hebel ziehen, schnell an der Tür hochspringen und festhalten und zum Durchgang hochspringen, wenn die Tür gerade wieder da hinunter. Ja, da sind auch immer so witzige. Warte, jetzt geht's hoch und wenn es wieder runter geht, müssen wir hochspringen. Jetzt geht's da noch nicht, warte. Jetzt. So. Moment, Entschuldigung. Ja, sag mal, habe ich heute schon. So, Mäuse. Ach komm, die treffe ich wieder nicht. Das ist klar. So. Also noch eine. Da der grüne und rotes Auge. Jetzt nicht mehr. Witzig. Gut, jetzt sind wir drin. Hier kommt jetzt der Poseidon, ist ja der Meeresgott, oder? Also ist hier Wasser am Werk. Jetzt müssen wir also mal im Wesentlichen darunter, oder?
Und einen Hebel ziehen. Warte, wo ist der Dreckshebel? Da ist er. Und raus aus dem Haus. Ah, schon sind wir da. Prima. Poseidon, Gott des Meeres, oder? So. Sehr schön. Was müssen wir hier machen? Da nein. Hole links das kleine Handyblick. Ah, da ist ein Handyblick. So. Entschuldigung, tut mir jetzt echt leid. hinten. Mensch, wir haben den. Wir haben noch ein Medipack vergessen. Warte, das hole ich. Das holen wir jetzt gerade extra noch. Warte. Entschuldige. Haben wir da noch ein Medipack vergessen? Da. Sonst vergesse ich es nachher auch noch, was man hat. Das holen wir jetzt. Komm. Ah, da. VV voll versteckt. So, gehen wir nochmal rein. Sonst vergesse ich das wieder. So, nochmal Kontrollpunkt, oder? Nee. Gut, Freunde, was müssen wir hier machen? Warte, Moment. Tauchst du zum Hebel ziehen, gehst wieder an Land und holst Artefakt 3. Tauchst du zum Hebel. Ich muss mir jetzt einen Hustenbonbon, glaube ich, mal nehmen hier. Warte, Moment. Da ist jetzt Artefakt. Du kannst es bewundern, ich hole mir schnell einen Bonbon. Moment, du kannst... Oh, nee, ich muss auftauchen. Warte. Nicht, dass das wieder zugeht. Wo ist das Drecksartefakt? Da hinten. Ach, da. Ich hole mir jetzt mal einen Hustenbonbon, weil ich bin so heißrig. Was war das für eins? 3 von 6, gell? Stimmt das? 3. Gut. Kurze Pause. Warte ein bisschen. Ich komme gleich wieder. Du kannst dabei die Levelstatistik bewundern. So, jetzt hoffe ich, dass es gleich besser wird. Gibt es doch gar nicht. Ja, das tut mir. Artefakt 3 aus der Nische. Danach glättest du an der Säule in der Mitte hinauf. Kletterst du an der Säule hinauf. So, jetzt warte, da ist der Schlüssel. So. Da ist Munition. So, und jetzt müssen wir... Kletterst du an der Säule in der Mitte hinauf. Und zieh dort den Block weg. Das ist so ein Wasserschalter. So. Jetzt kann man den Hebel an der Säule ziehen. Warte, Hebel an der Säule ziehen. Ah, da ist noch ein Hebel. Jetzt, na komm. Hebel an der Säule ziehen. Jetzt kommt dann los aus. Allerdings Pech, schau her. Hat sich verklemmt. Das muss aber so sein. Verklemmt sich das los hier.
aufschaut und unter der Brücke hängen bleibt, schwimme dann zu der Nische mit dem anderen Block und schiebe ihn ins Wasser. Tolle Grafik. Hängen. Danach schiebst du den ersten Block wieder zum Brunnen. Ja, woher soll man das wissen? Wenn man es nicht irgendwo... Man kann es jahrelang ausprobieren. So, jetzt geht das Wasser wieder runter. So. Jetzt springst du hinunter ins Wasser. Springst du hinunter ins Wasser? Da ist das Floß darunter. Und jetzt müssen wir das... warte. Gehst dann an und schiebst den Block, der hinuntergefallen ist, zu Brunnen, sodass der Wasserstand noch weiter sinkt. Sag jetzt nicht, dass da wieder ein Bug kommt, weil dann spann ich das Schreien an. Okay, nee, komm, sag jetzt nicht, dass das ein Bug ist, weil dann, dann werde ich wirklich... Jetzt hat es funktioniert. So, jetzt müssen wir da runter. Vorsicht, da geht es aber weit runter. Machen wir das? Oder kann man da nicht runterspringen? Wie steht, was steht da? Hänge dich am Eingang der Halle an die Kante und lasse dich über die Mauerkanten. Wo ist denn der Eingang? Da. Ach, da. Oder? Das da, oder? Huch. Ah ja. Und now. So, jetzt müssen wir das Floß in die richtige Position bringen. Zieh das Floß mit deinem Wurfhang ungefähr auf das Bodengitter auf der anderen Seite bei den Trümmern. Dahin. Schicke Grafik. Ungefähr auf das Bodengitter. Na, das ist ungefähr. Süßen raufschauen, das muss dann da oben irgendwo ins Warte wie. Nee. Dann kletterst du über die zwei Mauerkanten wieder hinauf und ziehst den Block wieder weg. Da. Jetzt muss ich schauen, dass mein Hustenbonbon wirkt und ziehst den Block wieder weg. Komm. Aha, siehst du? So, jetzt haben wir das Floß schon mal hier oben. Hinweis, das Floß sollte jetzt auf der Eingangsebene der Halle schwimmen, und zwar in dem größeren Wasserbereich bei den zerstörten Brücken. Im größeren, bei den zerstörten, genau. Rechts diese zwei Stummel da von der Brücke. Zieh es mit dem Wurfhaken von der großen Nische aus etwas zu dir. Von der großen Nische aus etwas. So, das ist nachher oben bei der Nische links vom geschlossenen Gitter auftaucht. Geschlossenes Gitter links vom... Aha, wir müssen es da... Da, wo die Lara jetzt drauf schaut, da müssen wir es hinbringen. Hehehehe. Siehst du? Genau, das muss dann da oben. Da, das müsste jetzt passen.
Das kann man gut abschätzen, indem man einfach hinaufschaut. Es muss zwischen den zwei Brücken dann sein später. Naja, das kommt hin, oder? Ja, gut. Jetzt wieder die Säule raufklettern. Huch, nee, warte, so rum. Wie lange spiele ich schon? Ah ja, eine Stunde. Jetzt müssen wir das Ding wieder wegziehen, oder? Jetzt kommt es da richtig hin. Genau. Aha, and now. Warte, entschuldige. So, hoppla. Wir müssen jetzt das Los ganz zu der Nische hinbringen. Und zwar mit Schießen. Siehst du? Weil wir ziehen geht da irgendwie nichts, ist klar. Also zielen und drauf schießen, bis es da ganz dran ist. So, das dürfte reichen. Und jetzt können wir da auf das Floß springen, normalerweise, und da reinspringen. So, und jetzt können wir da rum. Können wir da rum, also die Fische, schau mal da oben, die Muster. Und hoffentlich stürzt sie jetzt nicht ab. Aha, prima. Und wir haben den zweiten Schlüssel. Poseidon, prima. Jetzt ziehen wir den Hebel. Jetzt sind wir da fertig, gell? Und jetzt gehen wir einfach wieder raus. Moment, was habe ich denn da auf dem Bild hier noch? Warte, entschuldige, da habe ich extra noch ein Bild. Ach du Scheiße. Gut, wir müssen jetzt einfach dazu sagen, wo war denn jetzt der Drecksausgang? Da, oder? Ah, Kontrollpunkt. Man hätte natürlich das Wasser jetzt wieder ablassen können oder so, irgendwie. Geht aber auch so, oder? Das Medipack hier haben wir schon. Gell? Vielleicht ist es... Ach komm, Kollegin. Kontrollpunkt. Oder ist es nochmal da? Nee, ist weg. So, jetzt müssen wir einfach wieder raus. Dürfte jetzt hier wahrscheinlich wieder genauso gehen, oder? Warten. Da kommt so eine Tic-Tac. Dann rauf. Und ab die Pest. Post. Und raus. Kontrollpunkt. Prima, siehst du? Wir haben es ja. Oh, oh, jetzt passt. Entschuldigung. Hustenbombe wirkt ein bisschen schon. So, jetzt müssen wir da rechts an die Kante springen, oder? Springe über die neue Plattform nach rechts an die Kante am Turm. Oh, naja. Springe eine Kante höher, oder? Rechts rum und jetzt rechts rüber, oder? Oh, da ist ein Artefakt. Das sehe ich schon da hinten. Siehst du? Auf den kurzen Steg auf der Säule ab am Zentralturm. Von hier aus musst du nun mit Anlauf auf die Schräge an der Wand springen und dabei die Sprungtaste gedrückt halten, sodass du zu dem Hebel hinunterrutscht, der die Damokles. Also ich muss, warte. Mit Anlauf auf die... Entschuldige, Moment. Mit Anlauf auf die Schräge an der Wand springen und dabei die Sprungtaste gedrückt halten, sodass du zu dem Hebel hinunterrutschst, der die Damokles... Scheiße, das ist der. Der brennt die Lampe doch nicht. Ach du Kacke, auf diese Schräge. Kann man... Oder warte.
kann ich nicht, wenn ich die Kante erwische, müsste es doch auch gehen, oder? Schauen wir mal. Ah! Naja, gut, so ging es gerade noch so. Ging auch. Na gut. Gerade noch ist auch vorbei. Nee, knapp daneben ist auch. Damokles, ach du Scheiße, das ist die Scheißhalle. Na gut, wir haben wieder einen Kontrollpunkt. Das ist jetzt die dritte. Drei Hebel haben wir schon. Damokles-Tür, das war jetzt Damokles, gell? Ja, da brennt es Lampe. Lasse dich dann auf den Boden der Halle hinab, zieh den Hebel für den Adler. Also, huch, hinablassen, Kollegin. Da müssen wir am Schluss die Schlüssel ein. Schlüssel einsetzen. Da ist Munition. Haben wir nicht. So, jetzt müssen wir den Hebel noch ziehen. Dann haben wir alle Hebel gezogen. Aber das Artefakt fehlt noch. Ja, das holen wir noch. So, jetzt haben wir Atlas. Jetzt haben wir alle. Kontrollpunkt, bitteschön. So. Bilanz, alle vier Eingänge sind jetzt offen. Jetzt musst du wieder auf den zentralen Turm hinauf. Zieh dich auf den Block hoch, wo die Munition liegt. Und jetzt bist du da wieder rauf. So. Und jetzt... Poseidon und Damokles, die fehlen noch, gell? Ne, Poseidon haben wir schon. Damokles fehlt. Zum nächsten Block schon Kante hoch. Und reiz zur Leiter, an der du hinaufsteigst. Dann springst du links von dem erhöhten Stück an die Kletterkante an der Säule. Links von dem erhöhten Stück an die Kletterkante. Hm? Ach, die da, oder? Ah! So, Kletterkante an der Säule. Nun kletterst und springst du weiter hinauf, bis du wieder auf dem Steg bist, von dem du auf die Schräge gesprungen bist. Ach du Scheiße. Ah, das war der da, gell? Ah ja, genau. Auf die Schräge gesprungen. Nun springst du aber nach links auf die quadratische Plattform. Na, dahin. Ah ja, links auf die quadratische. Klettere dort an der linken Säule hinauf. Und springe hinüber zur anderen Säule. Na ja. Wo du hinauf auf die Ebene kletterst. Wo du die Atlas-Tür siehst. Ah ja, die sehen wir hier. Dreh dich dort nach rechts. Steige auf den kleinen Block und springe zur Kante hoch. Ach, steige auf den kleinen Block und springe zur Kante. Wo will ich denn wieder hin? Zur Kante hoch, springe hinauf zu dem kurzen Steg auf der Säule. Springe hinauf zu dem kurzen Steg auf der Säule. Wo will ich denn hin? Und arbeite ich weiter hinauf zur Spitze des Turms. Was will ich denn da? Zur Spitze des Turms. Oh, ja. Was will ich denn da? Sag mal. Hä? Gehe nun zum längeren Ende des U-förmigen Weges. Gehe zum längeren Ende des U-förmigen Weges. Meine Fresse, was will ich denn da? Ach komm, und springe auf die herausgezogene Plattform. Muss ich jetzt nach rechts? Nee. Springe auf die herausgezogene Plattform. Von hier aus springst du nach rechts an die Kletterkante an der Wand.
Slowaya. Aha, aha. Na, irgendwas werde ich mir schon. Lasse los, sodass du auf dem Steg landest. Ah ja, da unten ist was. Hänge dich dort an die Kante. Huch. Hänge dich dort an den Hangle rechts um die Ecke und lasse dich an die darunter liegende Kante fallen. Die da, oder? Das ist jetzt mit der Schräge da, oder? Oh, aha. Wegen dem Atlas, oder? Wo du ebenfalls um die Ecke hangelst, sodass du über den Beginn einer Rutsche hängst. Oh, weia. Ach, da habe ich jetzt deswegen... Ach, warte. Ich muss so um rechts um die Ecke hangeln. Ja, da muss ich hin. Siehst du? Genau. Ich habe extra ein Bild gemacht. Genau, da muss ich hin. Sodass du über den Beginn einer Rutsche hängst. Siehe Bild. Lasse los und springe sofort vor an die Kante. Aha. Aha. Oh, oh, oh. Loslassen und springe sofort vor an die Kante. Sonst würde ich jetzt da runterfallen, siehst du? Auf die andere Rutsche. Au, 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 au. So, jetzt loslassen. So geige ich es noch. Atlas, genau. Und jetzt müssen wir in den Atlas. Anders kommen wir da sonst nicht rein, oder? Atlasraum, ganz vorsichtig in den Atlasraum gehen. Ah, Speicherpunkt, prima. So, Freunde, okay, Atlas. Oh, wei, das ist der schicke. Oh, warte, oh, warte. Warte. Und geh in den Atlas-Eingang, um deinen Fortschritt abzuspeichern, denn das hier ist jetzt schwierig. Geh aber nicht weiter, sondern zurück, hänge dich an die Kante. Also gut, zum Abspeichern war das jetzt nur. Wir müssen da noch irgendwas holen, warte. Was müssen wir denn da machen? Also. Sondern zurück, hänge dich an die Kante, lasse dich zur Kante darunter hinab. Hm. Ist da jetzt, oder? Lass ich dich zur Kante hinunter ab, dann links hangeln, oder? Hange nach links weiter, wo du schließlich an die Stange springst. Ah, das ist wegen dem Artefakt. Ah, das ist da hinten. Ja, ja, da um die Ecke. Aha. Ah, jetzt, das ist alles wegen dem Drecksartefakt. So, und jetzt müssen wir rückwärts, oder? Ah, da ist es, siehste. Ah. Genau. Jetzt hoffe ich, dass ich da jetzt da hinkomme. Ah! Oh ne, jetzt werde ich es noch vergeigen. Ah, ich hab's. Genau, das war jetzt alles wegen dem Drecksartefakt. 4. Begib dich dann auf demselben Weg zurück zum Atlasraum. Okay, das war Artefakt 4. Oh, wie lange habe ich schon gespielt? Oh, wir haben noch 2 Minuten. Ach du Schande. Gut, da gehen wir jetzt noch in den Atlasraum. Begib dich auf demselben Weg zurück. Warte, wo muss man da hin? So. Jetzt speichert er nochmal. Nee. So, jetzt gehen wir da noch rein und dann machen wir Pause. So. Das ist ein ganz schicker Raum. Ah.
Jetzt pass auf, hier wird's spannend. Da wird's flockig. Oh, oh, oh. Hm? Atlas. Ach so, nee, Atlas. Ach, Damo. Ich hab's jetzt im Damoklesraum verwechselt. Nee, das ist der Atlas, genau. Entschuldigung, Atlasraum. Ja, nee, der ist nicht so spannend. Aber den machen wir im nächsten Video. Der Damoklesraum ist spannend. Du kennst doch das Damoklesschwert, das über dir hängt. Das kommt hier noch. Wahnsinn. Gut, das ist die Atlas-Halle, Atlasraum. Das ist dann der dritte, oder? Dritte Schlüssel. Da oben der Kollege, auf Weiher. Gut, dann machen wir hier mal Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Brüder und Schwestern. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen. Schaltet ein und traget meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohlergehe. Tschüss, bis gleich.